Ja, wie spricht sie sich nun eigentlich wirklich aus, die Sopranistin aus dem slowakischen Bratislava? Kenner vertreten diesbezüglich verschiedene Standpunkte und sogar die Sängerin selbst schließt sich an. Die habe ich auch. Bis zu meiner Emigration aus der Tschechoslowakei im Jahr 63 hat man mich natürlich naturgemäß der slawischen Sprache, also slowakisch, Lucia genannt. Als ich nach Wien gekommen bin, hat man mich dann sofort in Wien, in der Wiener Oper Lucia genannt. Und das fand ich so schön, dass ich es behalten habe. Schon lange Zeit vor ihrer Emigration zeigte Lucia Popp vielseitige Begabungen. So war sie einst slowakische Jugendmeisterin im Schwimmen und sie begann nach dem Abitur zunächst ein Medizinstudium, um Kinderärztin zu werden. Nebenbei begeisterte sie sich aber, inspiriert durch ihre musische Familie, schon immer für künstlerische Dinge. Ich habe angefangen zu studieren, zuerst Schauspiel und musischen Schule in, das heißt musische Schule in Bratislava, die zwei Fakultäten hat, Fakultät des Schauspiels, Fakultät der Musik. Und dann habe ich innerhalb der gleichen Schule sehr bald die Fakultät gewechselt sozusagen und bin von Schauspiel in die Musik gegangen. Musik habe ich aber vorher schon studiert am Konservatorium und Musikschule in Bratislava, neben meinem Gymnasium. Dieses ist wohl gesagt nach Abitur passiert. Diese Schule hat den Status der Universität. Ihre ersten Erfahrungen als Schauspielerin, unter anderem als Räuberbraut und als Sängerin, hatte Lucia Popp bereits hinter sich, als Herbert von Karajan sie 1963 sozusagen vom Fleck weg an die Wiener Staatsoper als Königin der Nacht in der Zauberflöte engagierte. Dieses Engagement markierte den Beginn einer beinahe traumhaften Karriere und den Zeitpunkt ihrer Emigration, die eher per Zufall denn aus politischen Gründen passierte. Ich bin in Wien gewesen, habe meine Verwandte besucht. Jeder anständige Bratislava Bürger hat jemanden in Wien. Das war einmal eine Verbindung da, nur mit einer kleinen Brücke. Und ich habe vorgesungen und ich habe Engagement gekriegt und das hat sich so ergeben, dass ich dort geblieben bin. Ich habe mich auch immer wieder slowakisch gefühlt und hoffte sehr, dass man nachträglich diese ganzen Sachen einen formellen Rahmen geben kann. Das war aber aus bestimmten Gründen nicht möglich und so hat das wirklich lange gedauert, bis ich wieder zurück auf den Boden der Slowakei zurückgegangen bin. Liederabende mit Kompositionen von Dvořák, Schumann und Strauss zählen für Lucia Popp heute zu den musikalischen Höhepunkten in ihrem Leben. Bedeutender allerdings waren, was ihre Karriere angeht, andere, eben die ganz frühen Stationen. Mit der zunehmenden Distanz dazu denke ich, ganz sicher war es sicher das Engagement durch Herbert von Karajan an die Wiener Oper. Dieses Engagement hat mir ganz sicher sehr viele andere Türen eröffnet. Und dann war das zweifelsohne auch meine erste Schallplatte, die Zauberflöte mit Otto Klemperer, die wieder eröffnet hat das Tor zu der Metropolitan Opera. Und dann wurde das also so hochgeschaukelt, das waren sicher diese Sachen, die ich jetzt auch genannt habe, waren natürlich naturgemäß auch die Höhepunkte. Und dann gibt es natürlich ganz so plötzliche Vorstellungen, die Nummer 36 in einer Partie in irgendeinem Theater, wo alles stimmt, wo die Besetzung stimmt, wo der Dirigent stimmt und wo die Sterne günstig stehen und dann ist das so eine Sternstunde. Es kann auch ein Höhepunkt sein. Partien, die die Sopranistin nicht mochte, die hat sie so gut wie niemals gesungen, mit Ausnahme vielleicht jener, der sie ihren Durchbruch verdankt. Ich mochte zum Beispiel, ausgesprochen mochte, die Königin der Nacht nicht. Sie ist eine wunderschöne musikalische Nummer, aber sie birgt so viele Schwierigkeiten in sich, dass es immer so ein Seiltanz ist und es war so eine Hassliebe. Wenn sie gelungen ist, habe ich sie sehr gerne gehabt und wenn sie nicht gelungen ist, habe ich sie gehasst. Aber ich mag zum Beispiel jetzt sehr die Arabella, ich mag sehr die Marschallin. Und ich mag die Capriccio-Gräfin und das sind alles ein wenig Frauenrollen, mit denen man sich ein wenig identifizieren kann. In irgendeiner Weise, vielleicht mit der Arabella anders wie mit der Marschallin und so ganz anders wie mit der Capriccio-Gräfin. Aber Mozart und Strauss, das waren eigentlich meine Partien, die ich immer mochte. Ich mag natürlich und liebe auch die Isolde, aber die kann ich nicht singen.
Bedauerlich, denn eigentlich singt Lucia Popp Wagner sehr gern. Für mich selbst ist das wunderbar zu singen. Ich singe die Eva und ich singe die Elsa. Ich finde, es ist jammer schade, dass man nicht alles singen kann, was er geschrieben hat, weil es ist eine gewissermaßen eine Droge, die einem wegträgt. Doch, kann man so sagen. Festgelegt auf Klassik und Romantik ist Lucia Popp allerdings nicht. Bisweilen gehen ihre musikalischen Vorlieben zurück ins Zeitalter des Barock, zum Beispiel zu Johann Sebastian Bach. Von Johann Sebastian Bach zurück zur Oper, genauer gesagt zum heutigen Opernbetrieb. Lucia Popps Ansichten darüber. Ich habe es nicht ganz mehr mitgekriegt, diese sogenannte gute Ensemblezeit auf den deutschen Bühnen, die es vielleicht noch ein bisschen, also auf den kleineren Bühnen gab zu meiner Zeit. Ich habe auch in Köln sehr lange Zeit in einem sehr ziemlich intakten Ensemble gearbeitet. Aber auch da waren schon Auswüchse dessen, dass man sehr gute Sänger hat, die anderswo nicht in Ensemble waren. Die haben zwar teilweise in Köln ihren Wohnsitz gehabt, aber sie waren eben nicht die Ensemblesänger, sondern die Mitglieder, wie ich es nenne, so einen Überensemble, das sich gebildet hat in den Opernkreisen, mit dem Erfolg, dass sie überall eigentlich die gleichen Menschen treffen. Und dieses Ensemble lebt eine gewisse Zeit, dann wird es verjüngt, aber es existiert immer da. Das sind die Leute, die als, nehmen wir an, die Besten ihres Faches, Vertreter überall auf der ganzen Welt die bestimmten Rollen singen. Es ist schade und ganz sicher können das nicht ganz junge Menschen machen, sich sofort von der Schule in dieses Überensemble zu bemühen, außer sie haben vielleicht eine bestimmte Rolle, eine Zerbinetta oder eine sehr schwer zu findende. Also, die haben natürlich dann das Unglück, dass sie immer mit der gleichen Rolle leben, und das ist, ich glaube, auf die Dauer für einen Künstler sehr frustrierend. Weitgehend denke ich, dass es besser wäre, wenn die ein bisschen länger in einem Haus blieben, einen gewissen Stammrepertoire erlangen und dann erst sich auf diesen Weg begeben. Die großen Theater können sich damit nicht mehr aufhalten. Also Wien oder selbst München, die sind keine Erzieher mehr. Diese Zwischenstufe zwischen Schule und einem ganz großen verantwortungsvollen Theater, womit man wirklich mit den absoluten Giganten zusammenkommt, die gibt es nicht mehr. Und deshalb ist das ein bisschen gefährlich.